Hi Mädels und willkommen am Quietschhop. Boah, ich bin wieder erkältet oder hier geheuschnupft bin ich wieder. Original, Nase dicht, alles dicht, scheißegal. Jetzt sind wir wieder in Action, erklärbare Videos immer vorbei. Ja, was machen wir heute? Heute komplettieren wir erstmal dieses Projekt hier, dieses Auto. Ihr wisst ja, gestern frisch Schiff bekommen. Heute stehen noch ein paar Sachen an, ein paar Reparaturen, ein paar Kleinigkeiten, die mir halt auf den Sack gehen und die halt noch gemacht werden müssen. Es ist so, ne? Ist erstmal mein Daily, der Golf 1. Der läuft erstmal als Daily bei mir. Habe ich jahrelang gefahren, was soll's. Aber ich habe so ein paar Kleinigkeiten. Ich würde gerne die Kupplung noch nachstellen. Hier, mein Tacho hat keinen Strom, ich habe kein Radio drin. Ich würde das Lenkrad gerne tauschen. Reifen würde ich gerne tauschen, obwohl der fährt mit den kleinen Reifen eigentlich geiler. Aber mit den großen Reifen fährt er sich echt schwergängig, ne? Und schwerfällig. Mal gucken, vielleicht gucken wir mal, ob die vom Derby passen. Guck, wie die aussehen. Da habe ich diese mega fette Pellen drauf, also fährt er echt direkt, seht ihr das? Richtig sportlich fährt der. Da muss man gucken. Naja, wir haben einige kleine Baustellen, ein paar kleine Roststellen daran zu machen, die wir wegmachen können. Damit der eben einmal schier ist, also wir sind schier genug für erstmal auf der Straße. Dann die nächsten Wochen gehen wir nochmal auf die Bühne bei meinem Vater. Dann werden wir einmal von unten nochmal neu versiegeln. Ich habe so ein paar Stellen gesehen, die gefällt mir nicht so ganz. Auch Kratzstellen noch vom Kanalweg. Dass alle sauber gemacht werden, Unterbodenschutz drauf. Das macht da keinen Sinn. Ja, das steht heute an. Wir müssen daran arbeiten, das Auto muss auch fertig. Ja, aber wenn das durch ist, ist die hier Golf 1 Video Rave das erste Mal vorbei in die Kiste fährt. Aber das geht halt darum. Und danach geht es wieder interessanter weiter. Weil da kommt ein cooles Erdfass durch den TÜV. Das hat Bescheid. So, ich fahr mal zu alle. Bis gleich. Können das hier mal ausblitzen, ne? Mal meinen Leerlauf. Der läuft rund, aber ist nicht richtig eingestellt. Wie gesagt, ich hatte damals den Vergaser von dem Auto, habe ich ja damals auch nur auf Verdacht abgestimmt oder auf Gehör. Ja, jetzt habe ich ein paar Unterhauschläuche wieder geändert, dank meinem Umbau. Das ist wieder ganz anders vom Lauf hier. Sonst habe ich einen sehr ruhigen Leerlauf und sehr gute Gasannahme, aber das war mir noch aufgefallen, dass ich auch noch mal irgendwie beäugeln muss. Deswegen haben wir so viele Baustellen. Die schaffen wir nicht alle auf einmal, aber wir schaffen sogar heute einiges. Auf jeden Fall leckt er nicht, der ist trocken und läuft sonst sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Und der kommt übrigens auch geil tief mit den Stahlfelgen. Ne? Aber wenn man so guckt, wie weit da hinten schon gezogen ist von der Rattenhäufe her, das ist schon ein Unterschied. Nicht erschrecken.
Ja, ich musste ja last minute zum TÜV direkt los, deswegen sieht es noch aus wie Sau. Hier sind noch ein paar von den Cut-Frickeleien. Noch, ja, alles jetzt wegen der Mutter und übrigens. Ne? Von den Cut-Geschichten noch ein bisschen Dreck. Und da habe ich hier hinten noch die ganzen Auffahrrampen liegen, den ganzen Scheiß hier auf einen Haufen. Räume ich mal nicht jetzt weg, das schaffe ich jetzt nicht. Hier ist der ganze Kram aus dem T4 noch. Den verkauft habe, liegt ja alles Radio, liegt da auch bei und sowas. Ich überlege jetzt gerade, ob ich eventuell das Radio erstmal einbaue. Das CD-MP3-Radio, habe ich mal die passende Musik im Alltag. Weil der Peugeot, der hat ja so ein DVD-Ding drin, DVD-Radio spezial. Das ist schon mal ein ganz guter Anfang. Oder bauen wir hier? Ja, also ich will, mein Endziel ist hier, das Gellhardt da einzubauen. Oder haben wir noch Schönes hier? Das wäre super. Das hat keine Kassette, das ist Original Golf 1. Zeitlich ein klassisches reinkommt, ne? Aber ich muss erstmal gucken. Hier ist mal das hier. BMW da rein und erstmal hier. Das baue ich jetzt von der BMW. Die Teile rüber kommen in die Halle in den BMW ein, dass das auch schon mal drin ist. Die Scheinwerfer kommen rüber. Weil wie gesagt, BMW kriegt ja noch einen neuen Motor, ne? Aber es ist halt jetzt gerade von der Zeit her nicht drin. So, pass mal auf. Haben wir hier. Das ist 5x100. Das passt schon mal nicht. Wird eh scheiße aussehen. Haben wir da unter noch Felgen liegen? Was sind da für Felgen? Keine Ahnung. Stahlfelgen. E46 Felgen, BMW. Wer die haben will, sind zu verkaufen. Ne? Einzige Macke, die Felgen haben, sind diese Kratzer hier. Reifen, Sommerreifen noch ganz gut. Trabi-Felgen hinten sind meine beiden ATS Classic. Deswegen gucke ich mal, ob ich die anderen noch kriegen kann, eventuell, die drin sind im Internet. Sonst habe ich nichts. Hier sind noch die Twingo-Felgen fürs Taxi und das war's. Die Smore-Felgen. Also, das ist schon mal nichts. Da ist schon mal nichts bei. Ja, die Überlegung von mir ist jetzt. Die würden auch sexy aussehen. Diese Felgen hier. Sehr sexy sogar. Auf dem Wagen. Aber ich finde, die stehen den Golf 2 zu gut. Wenn er noch tiefer kommt, ist das ultimativ geil. Und ja, ich baue da ein Fahrwerk. Das wird mir zu hoch. Das ist zu bussig. Obwohl er von der Country wäre. Wenn wir den ein bisschen verbreitern würden und dann mit Bullfänger. Naja. Haben wir noch. Die habe ich noch. Nee, die bringen aber nichts. Oder die vom Derby. Einfach mal rüberschrauben und probieren. Was ist das für ein Reifenmaß von der 95, von der 85? Oder was fährt der für breite Reifen? Mal gucken. 195er. 16 Zoll. So groß sind die? Ich gar nicht gedacht. Die anderen, die ich fahre, die sind 205er. Diese hier, die ja eigentlich drauf gehören. Aber die fahren sich halt so scheiße, weil die so mega fett sind, ne? Hier, Rotation, Thema haben wir gehabt. Ich weiß, ich hab's vom Golf verkackt. Ne? Auch gute Reifen, aber. Die fahren sich halt so bussig, weißt du, die fahren wie ein LKW damit. Und vor allem sind die sehr pflegeaufwendig im Alter, weil die beklebt sind. Das ist alles Folie hier. Sieht ihr, die geht irgendwann mal ab, die Folie mit der Zeit. Deswegen wäre da vielleicht mal eventuell Möglichkeit, den auf den Derby zu schmeißen, weil die würden auf den Derby, warte. Können wir mal austesten. Das ein bisschen ranhalten jetzt hier. Nicht weg vom Stativ. So, im Derby würden die echt geil aussehen. Alter, da wird der richtig Geländewagen mit werden. Passt voll gut. Das muss ich mal austesten. Mit Spurplatten beim Derby. Ich habe noch welche liegen. Wäre eine Idee. Ich glaube, ich baue mal eine Felge ab von denen. Baue die mal auf dem Einser drauf und guck mir das mal an, wie das aussieht. Weil die sehen nämlich sehr alltagstauglich aus. Auch, wie gesagt, es gibt mir aber die Sache, drei Buchstaben und nicht drei Buchstaben, aber da scheißen wir drauf. Ihr wisst schon, was ich meine. So, wow. Fangen wir mit dem Lenkrad an. Ist eigentlich ein Original, ist übrigens auch das Golf 1 Lenkrad. Golf 1 Streamline. Das gab damals ein Golf 1 Cabriolet Streamline. Und das hat er so ein Lenkrad. Ja, das war eine kleine Übung. Wie tauscht man so ein Ding? Eigentlich ganz einfach. Aber das sieht ja gleich, weil ich muss einfach die Schraube lösen. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder gehen wir auf Original Golf 1, was er eigentlich gehabt hätte, das Lenkrad. Also vom Werk her. Das ist ja ursprünglich ein Golf 1C gewesen, alles aus und ausstattung ist nachgerüstet bei dem Wagen. Und originell hat der so eins gehabt. Dieses hier. Das ist original Golf 1 Wagenrad. Aber wir gehen auf das hier. Das hier ist Golf 1 GTE. Vierknopf. Ja, und das kommt da wieder rein. Das habe ich noch so mit dem Wagen so gekauft, das Lenkrad. Weil das ist eigentlich am besten passend und am griffigsten. Weil ich finde, das Streamline ist ein bisschen. Ich finde, das fühlt sich ein bisschen komisch an in der Hand. Weiß ich nicht, das kommt mir ein bisschen zu weit entgegen. Ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Das hier ist griffiger und stabiler. So, dann schon mal ins Auto.
24er Nuss, Lenkradschloss rein. Lenkrad ab. Das ist Technik, ne? Bei modernen Autos ist das eine andere Geschichte. Aber so ist das relativ einfach. Jetzt fragt ihr euch, ja, scheiße Max, du hast Lenkrad nicht gerade gestellt. Ja, ganz einfach. Das erfährt man sich, wie das gerade ist. Ja, klingt komisch, ist aber so. Nimmst du halt dieses hier, ist das neue Lenkrad. Da können wir erstmal den Deckel jetzt drin abnehmen. Ich habe sogar noch die Schraube drin gelassen. Ach nee, das konnte sogar original sein. Guck mal, von 83, wie das Auto. Das Streamline ist übrigens von 87. Hier ist das Datum drin, war das zeige ich euch. Dieses hier. Deswegen schätze ich mal, das ist aus dem Golf 1 Cabriolet. Hat der 87. Das hier hat eine 83. So. Erstmal ganz grob reinsetzen. Fertig. Ist verbaut. Mehr ist das nicht. So mache ich es immer. Jeder hat seine eigenen Methoden. Das hat meine. So, Scheibchen drauf, Mama drauf, fertig. So, verbaut und fest. Ja, sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftiger aus, aber das ist halt eine Nummer originaler. Ich kann gar nicht sagen, ob der normale Golf 1, wisst ihr das? Der normale Golf 1 vielleicht auch so einen Lenker drin gehabt hat in den späteren Baujahren. Aber hier, weil beim GTI. Wow, warte. Oh. Nee, weil beim GTI. Pass mal auf. War hier so ein kleiner GTI-Schriftzug dran. Der hat nämlich keins. Ich dachte, kann man so austauschen, das Ding mit einem GTI-Schriftzug. Brauchen wir nicht. Weil ich habe hinten schon draufstehen, Golf 1 GTI, das reicht. Ist eh kein GTI. Aber ist ein. Ist so. Tut so, als ob GTI. Machen übrigens die meisten Golfs aus der Zeit. Mittlerweile ist er schon wieder out. Wir haben sie alle getan, als würden sie einen GTI fahren. So, das Lenkrad kommt natürlich nicht weg. Das ist übrigens hier, das kostet auch 2,50 Mark. Das wird wieder verbaut werden. In einem unserer anderen VWs. Ich überlege sogar, vielleicht sogar in den 86C, weil das 86C so eine hackerlige Hupe hat. Ja, passt nicht genau, ich weiß. Aber erstmal ist das Lenkrad drin wegen TÜV. Das Originale, was jetzt drin ist. Ne? Je weniger ABI ist, wir mit dahin schleppen, desto besser ist es. Obwohl ich ja erst eine ABI habe bei der Karre. So, ich hänge das mal wieder zurück. Gut, nächste Baustelle. Verfuschter Radiokabelbaum, / Sicherung raus. Sicherungskasten beim Golf 1 sitzt hier unter. Ne? Sind 1, 2, 3 Schrauben, ist das Ding raus. Ne, 4 Schrauben. Wir gucken mal, ob ich jetzt so rankomme. Vielleicht ohne das rauszuschrauben, komme ich auch so ran, sag ich doch. Müssen wir kurz gucken, welche das war von den Sicherungen. Und dann tauschen wir die mal eben aus, die Innenraumsicherung. Damit auch wieder die Innenleuchte, das Radio. Der ganze kleine Scheiß, wie soll das Display hier wieder funktionieren? Die Uhr. So, dann können wir auch wieder ein Radio verbauen. Wenn ihr wisst, was Phase ist, Google hilft. Ne, wenn man. Scheiß Buch ist irgendwo da unter, da ist das. Ich hätte jetzt keinen Bock rauszuwählen. Das ist übrigens 86C hier, Vaterschein drin. Weil ich den 86C anmelden will und erstmal vom Tageskennzeichen vorholen will.
Deswegen habe ich es überlegt. So, hier. Doppelwobber, links ein Tank, Öldruck, Fernlicht, Masse, Beleuchtung, plus bla bla bla, Vorglüh haben wir nicht. Radio. Tank, Öldruckkontrolle, deswegen Vorglüh, bla, Blinker. Ach, scheiße, ist gar nicht mal so einfach hier. Wo ist denn die Scheiße? Klemme 61 ist halt nicht. Plus, bla. Naja, ich guck mal eben. Ich schau mal weiter. Ich hoffe, das steht doch hier alle schon raus, wir einfach. Aber das neue ZE übrigens, ne? Das hier. ZE ist mit Flachsicher unten drin. Die alte ZE, Zentralelektrik heißt das, ist mit diesen runden Sicherungen drin, diesen Torpedosicherungen. Ach hier, die müssen wir auch leider austauschen. Guck mal den alten Griff. Den braunen hier, den habe ich damals aus dem Porsche 944 rausgeholt. Von meinem Vater, der Teilerträger, weil meiner abgebrochen war. Sind aber eigentlich schwarz. Übrigens, hat der 944 die gleichen Griffe und die gleichen Dingsen wie das. So viel sind immer Porsche, ne? Oh, das sieht besser aus. 3 ist das. Gut. Sie hatten das noch übrigens auch dran. Hier, Radio, Zeituhr, Innenleuchte, Anzünder. Sicherung Nummer 3. Okay, Taschenlampe an. Gucken wir mal eben jetzt live zusammen. So, 3. Von links guckt man immer, da ist eine 3 dran. 10 Ampere. Gibt es noch so einen Sicherungszieher für, den habe ich wohl gar nicht da. Und ist die defekt? Und wie defekt die ist. Jetzt können wir natürlich eine von da unten nehmen, das sind solche Reservesicherungen, tun wir aber nicht. Wohl einer aus dem Lager, damit wir auch Reservesicherungen unterwegs dabei haben. Warum will ich, dass der Wagen schnell fertig wird und gut läuft und gute Reifen drauf hat? Ich will damit in 2 Wochen zu diesem Mr. Dewey-Treffen fahren, zu dem Fan-Treffen. Bin ich übrigens 2 Tage, falls ihr nochmal fragt. Wird oft gefragt, 2 Tage bin ich da. Tina kommt auch mit, Hannah auch. Wir pennen am Hotel. Weil da soll der Wagen nämlich mit hin. Das wird der erste Golf 1 Roadtrip so lang. Und da will ich alles perfekt haben. Mit denen habe ich noch keinen Roadtrip gemacht. So richtig. Obwohl ich weiß, dass der läuft. Der läuft wie nice. Hier. Alte ZE, klemmen wir leider ab. Das sind Torpedosicherungen. Die sahen früher so aus. Dann haben wir hier nochmal ein paar Flachsicherungen. Tada, 10 Ampere. Ja, geht noch ein weniger, ne? Aber es ist schlimm, ich habe da unten noch ein paar unsortierte drin liegen. Übrigens, so sieht ein Appel nicht vom Käfer aus. H4 gab es ja noch nicht. So, gut. Ja, hier ist alles irgendwie sortiert. Irgendwie. Aber nur ich finde hier mich so recht. Guck mal, da ist so eine Spezialkiste mit so Scheiß drin, die keine Sau braucht. Aber egal, ich hab's. Ich kann mir da Knöpfe in meine Hosen mitmachen. Fachwerkstatt. Für Hosenkunde. So, setz die mal eben rein und gucken wir mal, ob der jetzt gleich Licht angeht. Sicherung getauscht. Uhr innen ist an. Die geht auch. Radio müsste auch wieder gehen. Und Zigarettenanzünder halt, ne? Der ist aber nachgerüstet. Der ist nicht auch, übrigens ist der Aschenbecher zugeklebt hier. Kannst du gar nicht aufmachen. War nicht ich für der Vorbesitzer. Der hat dich gesagt, komm, rauchen tut man mein Auto nicht. Da kann keiner so bei. Lass mir die Fensterkurbel kurz austauschen. Die geht mir voll auf den Sack. Schraub die mal eben ab. Ich habe letztens noch eine gesehen. Dank euch habe ich ja noch eine. In der Fanpakete. Übrigens hier, wenn ihr mal die Dinger austauschen wollt, ne? Wenn ihr 2 Stück vom Golf 2 habt, nehmt die. Die sehen wohl ein bisschen beschissener aus. Da, den brauche ich. Aber hier, die sind stabiler. Die original Golf 1 Kurbeln, die haben mal dieses Metallding drin und das bricht ziemlich schnell. Das ist ziemlich spröde, das Zeug. Deswegen kann ich sagen, Golf 2 ist besser in dem Fall. Wie gesagt, Golf 2 ist allgemein das bessere Auto, ne? Längere Entwicklungszeit, alles. Bis der Golf 3 kam, der war dann nicht mehr so gut. Obwohl kann man auch nicht sagen. Beim früher Golf 3 würde ich mir jetzt nicht unbedingt kaufen. So wie ich bin, schmeißt das nicht weg. Es sind und bleiben Ultramateile. Das Plastik hier kannst du mich immer austauschen. Und dann hast du wieder einen schwarzen Griff zum Beispiel. So, dann lass mal eben nach oben nicht, da vorne. Die Kisten habe ich da gepackt. Das ist das Zeug von euch, von der Fanpakete, weil ich noch gar nicht einsortiert habe. Was ihr auch schon mal gesehen habt. Lass mal auf. Oh. Oben in der Kiste drin. Mein altes Navi, das ist mein Navi, nicht von euch. Diese Blitzpistole noch drin. 86C Spiegel, ne? Außenspiegel, Festplatten, na gut, die habe ich schon ein bisschen länger. Tonladerkiste und irgendwo habe ich die Fensterkurbel gesehen, das waren 2 Kisten.
Guck mal, hier ist schon mal ein Lied an der Fensterkurbel. Vom 86C. Und diese ist die gleiche wie die Golf 1 Kurbel. Die ist eigentlich besser. Nur diese ist lila. Lila ist aber nicht original. Das hat mal einer selber gebastelt. Das sah nicht schlimm aus, aber passt nicht in mein Auto. Die ist ja auch braun, oder? Sie ist schwarz. Das ist übrigens die, die ich meine, mal gesucht habe. Hier ist noch eine andere. Oh, die ist ja mit Chromring. Das ist ja nicht meine, guck mal, das ist eine verschlissene, alte. Und die neuere, 86C Golf 2, die sind einfach besser, finde ich, qualitativ. Ich werde jetzt die nehmen. Und meine alte packe ich jetzt hier rein. So, wie gesagt, das ist noch nicht sortiert, deswegen ist da drin. Und die Kiste übrigens auch, ne? Hier, oh, es gehört zum Navi. Das taugt übrigens gar nicht, das Navi. Garmin Navi, das älter ist, ohne Update. Oh, da fährst du überall mit hin, aber nicht da, wo du hin willst. So, ist drin. Ist okay. Ja, wie gesagt, ich muss den Wagen nochmal aufbereiten komplett, bevor ich den Zoe-Treffen fahre. Von Innenraum her und Türen müssen sauber und... Ne, ja, geht, aber das hat sehr verstaubt. Ne? Das hat alles Staub von der Standseife. Der stand mit offener Tür in der Halle die ganze Zeit und mit offenem Fenster hier. Deswegen habe ich hier so einen Staub an dem Rand. So, Radio. Ja, guck mal an, ich fasse im Bauch weh. Aber im Alltag, wenn ich so normal durch die Gegend fahre, nehme ich lieber ein USB, keine Ahnung was, Radio. Ich würde mal... Wenn ich mal einen kennen würde, der die Dinger umbauen kann. Es gibt halt diese alten Radios, die kann man doch mit einem Auskabel hinten dran, weil ich sage, ich erkläre euch, was ich meine. Man kann mit einem Auskabel hinten dran, bei den alten Radios, kann man rein theoretisch dann die alten rausverbauen und hat dann irgendwie so ein Handy dran oder irgendwas, oder ein MP3-Player oder so, geht ja auch. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Das würde ich dann gerne bei so einem uralten Radio haben. Keine Ahnung, vielleicht kennt ihr euch damit aus. Mal so eine Frage an euch. Dafür habe ich euch ja, ne? Ohne euch wird hier gar nichts laufen. So, gut. Ich setze das mal eben da rein. Ohne Einbaurahmen, dass nicht dauerhaft drin ist. Weil, wenn das Ding, sobald wir wieder auf Treffenbetrieb geht und nicht mehr in den Alltag bewegt wird, das Ding hier, dann hier geht das wieder auf Oldtimer Radio zurück. Weil muss ja auch irgendwie passen zum Oldtimer, ne? Radio ist drin. Lübt. Ne, wunder, ich habe die Boxen im Kofferraum. Gut, ich habe ein bisschen versteckt verlegt. Aber ich baue mal um. Ich habe diese Boxen für die Heckablage, passenden Boxen. Waren so ein Fanpaket von euch drin. Ja, ist geil, ne? Zu viele gibt's. Und die kann ich dann einfach da hinten einbauen. Weil dann kann ich nämlich meinen Spezialkasten in Rente schicken. Pass mal auf. Jetzt kommt meine Spezial-Bassbox. Viele von euch kennen die noch nicht. Hier, die Verbandskasten-Disco. Für Ewigkeit immer gebastelt. Weil ich keine andere Möglichkeit gehabt habe und nichts anderes zum Filmen gehabt habe. Ich habe mir aus einem Verbandskasten einen Lautsprecher gebaut. Ja, also kreativ geht die Welt zugrunde. So, das fertig. Das ist gut. Radio ist erstmal reingelegt, das reicht ja. Das ist ja, muss eh nicht festgeschraubt werden, weil da bleibt ja nicht ewig da drin. Ja, weil da geht es bei der Baustelle hier. Ach so, warte mal. Häubchen mal eben auf, ich wollte mal zeigen. Das wollte ich auch schon vorher zeigen, aber habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ich habe doch erzählt, dass ich mit Vergaser Probleme gehabt habe mit dem Gashoch, dass der Widerstand nicht stark genug war. Jetzt habe ich eine extra Feder noch eingesetzt. Hier ist eine Feder eingebaut, original. Jetzt habe ich nochmal so eine Gegenhaltefeder. Und die verstärkt nochmal alles ein bisschen. Und schon ist mein Gashoch allgemein super. Wie gesagt, Opel-Vergaser, ne? Puffen Sie den Ass rein, das Ding. Muss man ein bisschen mal den Leerlauf ein bisschen höher drehen, der ist ein bisschen niedrig. Wenn ich jetzt einen warmen Zustand den im Leerlauf laufen habe, habe ich ein bisschen Leerlaufschwank gucken. Da muss ich auch an arbeiten. Und dieses Gerotze halt warten, ne? Aber das blitze ich mal aus, das Ding. Kann die Zündung ja ausblitzen. Ja, jetzt kommt die Felgenfrage. Die haben wir ja gerade eben schon. Ah ne, jetzt kommt noch keine Felgenfrage. Ne, pass mal auf, ich muss mir noch mal ein Bolzi suchen. Weil sonst habe ich mich bald nur noch ein daueraufsetzendes Auto. Hier, Bolzi. Dann haben wir eben unter das Auto. Das suchen wir andersrum. Da ist sie. Seht ihr die Schraube? Die ist mir zu lang. Die bolze ich jetzt da weg. Fertig. Da. Ab ist sie. Das reicht. Kann das auch noch unter. Aber manchmal klappert der irgendwo gegen, wenn ich einen Kaltstart mache. Auf so einem Punkt, wo ich, was ich gesagt habe, so kleine Arbeiten machen. Wegen Rostschutzkonservierung. Hier ist diese, geht der Lachs ein bisschen weg teilweise. Und ich will ihm unten mit Seilfett hier einsprühen, den ganzen Bereich. Für den Wagen komplett. Wenn er nicht mit Rost kommt.
Obwohl der eh nicht viel rostet. Wie gesagt, ein Sommerfahrzeug, pures Sommerfahrzeug. Und das gefällt mir halt nicht. Und ich habe die Farbe ja da. So, was soll's. Gut, das haben wir auch. Da kommen noch ein paar Aufkleber ab. Da geben wir auch noch auf den Keks. Ich habe so viele drauf. Dafür kommt ein Roadkill-Aufkleber drauf. Ich habe mich entschieden, einer von unseren guten. Warte, kann man den so live abziehen? Hier, mal gucken. Die Werk 34 wollte ich wissen, was wir das machen. Weil da bestelle ich eh nichts. Ja doch, das wäre gelogen. Hat schon bestellt. Den Rost hier? Soll auch noch machen. Überall so kleine Baustellen in dem Auto. Jede Ecke. Den Lack mit. Ach du Scheiße. Hier. Guck mal. Ist alles hinter rostet hier. Ist das durch? Alter, in deinem Aufkleber geht die Welt ja unter, wa? Alter, habt ihr das gesehen? Krass. Ah, nix durch, aber das Rost hinter. Ja, da pinseln wir gleich mal eben nach. Erstmal den restlichen Aufkleber. Mal gucken, was mir das so erwartet. Das gefällt mir ja gar nicht. Wie gesagt, Golf 1 ist sehr bekannt wegen Rost, ne? Aber sowas muss nicht sein. Der kommt auch ab, der ist irgendwie auch schwul. Vor allem, I love my MK1, ne? Das ist die Silhouette von Golf 4. Da passt sowieso nicht. Obwohl, ohne Silhouette geht das eigentlich. Das ist dann nicht so überladen. Das geht halt deutlich besser. Aber das hier ist nicht schön. Ich schleife mal eben ab. Erstmal gucke ich, ob die Farbe noch gut ist, die ich habe. Nicht, dass die Farbe nachher fest ist und nicht anfangen zu schleifen oder was. Seidenmatt, bla bla bla. Hier ist das hier. Spezialschusslappen, Mattlack. Guck mal. Was ist das denn? Alter, das ist ja wie Pudding. Das war diese grüne. Der Farbpot ist halt doppelt gewesen. Schon da früher oben drauf. Scheißegal, lassen wir so. Gut, ich roll da mal eben ein bisschen was nach, weil das gefällt mir nicht so ganz. Leider kommt der minimal dunkler, der Lack, wie der andere, weil der hier halt neu ist. Das sieht man ganz gut hier. Manchen Stellen habe ich was nachgearbeitet. Kommt auch ein bisschen dunkler. Deswegen, da müssen wir den komplett abschleifen, den Wagen. Oh, nicht komplett, aber wir müssen teilweise abschleifen und nacharbeiten. Weil da echt so ein paar Stellen kommen, sag ich mal, da ist halt nicht so schön, ne? Wie gesagt, das ist auch nur ein Kunstharzlack, der hier drauf ist. Aber den Grundlack habe ich nicht verbrochen bei dem Wagen. Das war nicht ich. Also mit der Grundfarbe habe ich den gekauft. Mit dem Grau. Ich hätte ihn, glaube ich, rot gelassen. So wie hier, für die Farbe ist eigentlich ganz schön. So, Schlitzschraubenzieher. Pott auf und dann gucken wir mal, ob das gängig ist. Und wenn das auch gängig ist, dann schleifen wir das eben hinten ab und machen da ein bisschen Farbe drauf. Und nächstes Mal spachteln wir ein bisschen daran rum noch. Okay, wenn ich mal ernsthaft damit arbeiten will, dann sollte ich mir vielleicht mal einen neuen Lack kaufen, weil das oben schon angetrocknet. Jetzt so zum Rollen mag davon noch gehen, aber von Spritzen, wenn ihr sowas mal habt oder was, Lackierpistole habt ihr nur Scheiße, dann habt ihr nur ein Brückchen drin und sowas. Jetzt zum Rollen geht das wohl. So, ein Schleifschlauch und dann mache ich das mal eben. Mal gucken, was erwartet hier. Der Kellerlöcher, schon mal gut. Das ist übrigens 80er Papier, ich habe gar nichts anderes. Was ist das? Das ist auch ein Rostblock, Rostklops. Oha. Naja, da werden wir uns mal mit beschäftigen, dass wir mal die solche Stellen komplett abschleifen an dem Auto, von vorne bis hinten. Und dann mal ran arbeiten. Das machen wir jetzt nur eben schnell, als Ausbesserung. Wie gesagt, wenn ich richtig arbeiten will, brauche ich mehr Zeit. Oha, doch, ein bisschen durch ist die schon. Guck mal. Das müssen wir ordentlich ausspachteln. Naja, das reicht. Jetzt kommt ein bisschen Farbe drauf. Wenn ich schon einen kleinen Farbpot habe, dann kann ich noch ein paar Sachen abtupfen erstmal hier. Ah, scheiße, das nervt mich. Das wollte ich ja noch gar nicht machen. So. Eben nachgebessert. Gut ist das. Wie gesagt, die Delle, bisschen der Farbton ein bisschen anders, wer will es machen. Besser wie Rost. Und ja, das ist frisch. Das machen wir so nicht, ne? Nur hier. Wir machen das halt so. Gut, das Thema ist da durch. Jetzt kommt die nächste Baustelle. Wisst ihr was? Ich schmeiße einfach mal die Derby-Pellen auf dem Einser drauf. Oder wenigstens mal eine. Testweise. Und guck mal, wie das aussieht. Die großen werden ja geil, ne? Aber die fahren sich vielleicht besser, diese hier. Warte. Oh, Riesen umgefallen. Wir haben eine Abwechslung vor einer Saison. Und dann die vom Einser auf den Derby. Von Einser auf den Derby, das könnte aber eng werden. Die Felgen größer sind.
die Radkästen vorher kleiner sind. Na, probieren geht übers Sortieren. Mal gucken. Weißt du, wer noch nicht probiert hat, der weiß auch nicht Bescheid, wie die Welt untergeht. Oder keine Ahnung, was hab ich da für eine Scheiße. Ich meine, eben so ein Neandertaler hat auch mal probiert, ein Feuer zu machen, ne? Oder irgendwo auf dem TÜV zu scheißen oder was weiß ich was. So, was meint ihr? Sieht auch nicht scheiße aus, ne? Haben wir das mal ausprobiert? Den mit dem Felgen zu fahren? Also Spiel ist da auf jeden Fall genug. Also Radkasten ist freigängig, ja. Der Feder hinten kommt da auch nicht ran. Am Bremssattel kommt er auch nicht ran, das Riesenspiel. Dann musst du fern gucken, das wirkt. Steht ja auch nicht schlecht, ne? Ja, heute die anderen Felgen, ob die auf den Derby passen, das ist eine andere Geschichte. Das testen wir jetzt mal auf. Hier, Derby habe ich aufgebockt mit dem Wagen meines Vaters. Habe ich noch hier gehabt von der hier Kreisler-Aktion bei Rufen. Ich muss den Bulli ja leer räumen. Deswegen oxidiert der hier gerade rum. Übrigens, das sieht auch sehr gut aus. Gibt auch nichts zu meckern, ist auch noch ziemlich neu. Gut, ich schraube mal die da drauf. Erstmal ohne Spurplatten, dann mal gucken. Und dann mit Spurplatten. Also ohne Spurplatten laufen die voll gegen den Bremssattel. Das kannst du vergessen. Das ist schon mal nix. Hol ich mal eben zwei. Dann gucken wir mal, wie das dann aussieht. Ne, unfahrbar. Kannst vergessen. Läuft immer auch gegen den Sattel an. Und vor allem hier die Auflegerfläche fehlt auch unter der Radnabe danach. Das ist dann scheiße. Oh. Ich hab den Fehler gefunden, warum mein Reifen mir Luft lässt. Scheiße, den kann ich auch nicht draufpacken. Da ist Schraube drin. Aber wo kommen die ganzen Schrauben eigentlich her? Hier, Schraube reingefahren. Der war ein bisschen platt, wisst ihr noch? Der war nicht gerne, aber so ein bisschen platt bei dir. Ja, deswegen, hier, Schraube drin. Scheiße, jetzt können wir die Reifenfelge nicht mal tauschen. Ja, ich wollte die eben wechseln jetzt. Ach, Mist, ey. Ja, den müssen wir selber flicken. Kann ich ja. Mit meinem Zeug da. Ah, scheiße. Hätte ich auch so schön werden können. Aber auf jeden Fall, die passen hier nicht drauf. Also müssen die goldenen Felgen draufbilden. Die passen auch besser auf das Auto wie auf den Golf 1. Obwohl ich finde, das sieht nicht scheiße aus. Kann man sogar glatt fahren, ne? Gut, das heißt, die Stahlis wieder alle drauf. Alle vier. Müssen Stahlfelgen weiterfahren, weil erstmal muss ich den Reifen da flicken. Das macht keinen Sinn, wenn ich jetzt meinen kaputten Reifen losfahre mit einer Schraube drin. Macht null Sinn.
Leute, Leute. Manchmal ist das so. Ich habe auch keine Alternativen da, ne, die mal cool aussehen würden. Ne, sonst habe ich nichts Cooles da. Hat schon so GTI-Felgen gedacht oder sowas. Über Kleinanzeigen habe ich auch schon geguckt. Aber da ist auch nicht viel drin. Aber die Zeiten, die werden langsam weniger für solche Autos. Auch die Teile. Früher hast du in jeder Ecke Alufelgen gekriegt für solche Reifenmaße. Mittlerweile gar nicht mehr. Gut. Das Rad kommt wieder da drauf. Und das Rad kommt wieder darauf. Ne? Ach so, zum Thema Rotation, ne? Haben wir ja gehabt. Da habt ihr recht. Ich hab den Pfeil schon aufmontiert, seht ihr das? Rotation, der Pfeil ist hier lang, ist genau falsch rum. Ich glaube, hinten links ist das Gegenstück, ne? Ja, ich glaube schon. Aber scheißegal, bleibt jetzt so, erstmal. Ne? Gucken, wenn wir morgen Zeit haben, flicken wir mal den Reifen da, dass der wieder dicht ist. Und dann wechseln wir den ganzen Satz wieder um. Ich muss die Kupplung eh noch einstellen. Vielleicht kann ich jetzt auch schaffen. Er hat hier so eine Stellschraube, seht ihr das? Habe ich noch nie gemacht bei dem Auto, aber muss eigentlich relativ easy gehen. Also ich könnte mir gerade selber einen Arsch beißen. Hier, pass mal auf. Der Deckel ist kaputt. Billigstes Plastik. Ist da vorne geköpft, auf den Deckel draufgefallen, alles kaputt. Ja, scheiße. Jetzt habe ich da einen Deckel und hier nicht. Wir gucken, was ich für Deckel hier kriege. Muss ich einen neuen kaufen. Der ist auch gebrochen, seht ihr? Obwohl ich muss den ganzen Deckel erstmal ab. Die sehen so optimal aus. Oh komm, oh, die ist ja nicht mal so abgefummelt. Nehmen wir die erstmal runter, bis wir neue Deckel haben. Wir kriegen auch Deckel, die ein bisschen gerade dran sind. Das sind jetzt sozusagen hier so VW-Zeichen oder was. Radnabendurchmesser müsste ja ein normal VW sein. Eigentlich. Scheiße, ärgerlich. Sie können nicht aufgepasst, ne? So, ich wollte doch über den Choke der Wagen. Pass mal auf. Folgendermaßen Kupplung einstellen bei dem hier. Das Ding kannst du drehen. Dann drehst du das Ding als Konter drauf. Fertig, mehr ist das nicht. Jetzt gucken wir mal eben, wie der Schleifpunkt ist. Gerade eben war der komplett am Ende gewesen. Jetzt passt er fast schon wieder. So. Oh, ist mittig jetzt. Kleinen Ticken früher noch, dann ist das gut. Mehr ist das nicht. Beim Golf 1 ganz easy, ganz leicht und kaum Arbeit. Wie gedacht, dass ich mir immer so Gedanken mache um Felgen, wie so ein richtiger Tuning-Fuzzi. Aber irgendwie, weiß ich noch nicht, irgendwie bin ich noch unzufrieden. Bei der 1er kriege ich die Karo-Felgen wieder drauf, der passt auf Auto auf. Wir golden den auf dem Derby, aber zum Deckel kriegen. Das ist wieder scheiße. Naja, nehme ich gleich mit. Ich guck mal, bevor ich im Internet klicke und wenn ich mir so einfallen lassen, dann kommt da halt ein anderer Deckel drauf oder was. Ich meine, der Radnabendurchmesser ist ja meistens für diesen Felgen immer gleich. Ne? Meistens. Sind noch weg. Calibre! Die guten Calibre! Noch ein bisschen Energy. Alle. Das ist so wie Mr. Do It, das Abschlussstückchen. So, dann würde ich mal sagen, ich verabschiede mich von euch, ich fahre jetzt nur nach Hause. Sollte die Kupplung jetzt scheiße sein oder irgendwas, aber das hat sich ganz gut angefühlt, ist sehr früh gekommen, so wie es sein musste. Dann geht es wieder nochmal weiter, aber wenn es technisch mir nichts auffällt und mir nicht gefällt, dann geht das morgen weiter. Also ich bin ein bisschen in Eile, ich muss noch ein Baguette holen. Heute geht es nämlich Bauerntopf. Bauerntopf ist so eine Suppe und die isst Tine nicht ohne Baguette, sagt sie. Ich sage, ja scheiße, hol ich ein Baguette, ja, läuft doch. Deswegen müssen wir uns hier irgendwie ein bisschen sputen. Und aufräumen müssen wir ganz dringend. Das sieht wieder aus wie Sau hier. Naja, erstmal an den Anblick hier gewöhnen. So, Reifen habe ich nachgezogen. Alles gemacht. Wegfliegen kann da auch nichts. Da kann es noch nicht anschaltern. Hoffentlich ist die Kupplung gleich gut. Und dann haben wir jetzt ein bisschen was geschafft. Wir tun auch ein bisschen was. War lange nicht alles. Weil der soll in 2 Wochen da stehen wie aus dem Ei gepellt. Also, kommen noch ein paar Tage arbeiten, dann doch noch. Ich habe vom Anfang gesagt, das grüne Wunder kommt dran. Das grüne Wunder kommt auch, aber der hier geht doch nicht so ganz aus den Augen, weil, wie gesagt, wenn ich da runterfahren will mit dem hier, soll der hier auch gut sein. Gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Runter.